So Leute, herzlich willkommen zu Sky Factory 2. Ich habe mich dazu entschlossen, das jetzt auch mal zu spielen, weil es hat mir sehr gefallen auf anderen Kanälen. Und ja, wir werden mal sehen, wie weit wir hier kommen. Ich weiß nicht, von euch welche das kennen, aber mir fällt gerade auf, dass mir das Modpack gar nicht gefällt. Nehmen wir normale Standard-Pack. Das gefällt mir da besser. Ich habe es zwar gerade erst geändert, aber ich habe es nicht getestet, also ja. Ich habe mich zu Sky Factory 2 entschlossen, weil ich es auf anderen Kanälen gesehen habe und mir ja. Durch die Leute von Kanälen, die haben das super ausgeführt und haben mich dazu inspiriert, auch mal ein Video bzw. ein Let's Play drüber zu machen. Ihr hier seht, starten wir auf einem Baum im Nichts. Aber ja. Was nicht wird, kann noch werden. Ist wie Skyblock. Ui, hier geht's runter. Ui, wäre ich hier abgestürzt schon mal. Es wäre nicht so toll gewesen. So, hier sind wir auf dem Erdblock. So. 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 Wir haben zwei Saplinge. Müssen wir halt mal warten, dass die leider wachsen, weil wie ihr seht, habe ich sonst gar nichts. Aber ich kann gleich mal. Eine Werkbank craften und die hier hinsetzen, weil ja, wir bauen uns jetzt hier weiter mit denen, habe ich mehr davon. So, hofft man, dass der Baum nicht gerade gleich wächst, dass er nicht runterkickt. Das wäre ein bisschen fail. Wie es aussieht, haben wir einen Blick. So. Bauen wir hier noch ein bisschen hin. So, und dann haben wir schon mal eine kleine Plattform. Wenigstens etwas. Nein. Da habe ich mir einen Fail gesetzt. So, dann haben wir hier noch. Die zwei da drüben noch hin. Jetzt muss man leider warten, bis wir bis dieser scheiß Baum wächst. In der Hoffnung, dass er bald wächst, muss man halt mal ein bisschen warten. Leider Gottes. Ja, wie ihr seht, kann ich momentan nichts anderes machen und ich habe auch keinen Bock, da irgendwie ein Video zu schneiden oder so. Weil ihr sollt ja alles eins zu eins miterleben. Und wenn es jetzt halt ein bisschen dauert, muss man akzeptieren. Wir können in der Zwischenzeit mal die Bücher durchgucken. Hier haben wir Getting Started, Armor Modifies. Sensitive Table. Okay. Artcrafter. Platinum Chest. Tool Station.
to forget. Da, daraus kriegt man Slime. Okay. Das können wir uns nachher, alles was ihr hier seht, das werden wir nachher später auch noch machen. Also in kommenden Folgen. Slimy Boots. Okay. Also wie ihr seht, gibt es hier vieles zu machen. Oh, das ist gerade ein Jetpack. Nee, Speed. Auto Repair. Double Jump. Ich glaube aber, dass man hier noch mehr machen kann. So wie ich es auf anderen Kanälen gesehen habe. Okay, das war's. Kommt das nächste Buch durch. Blöcke, Items, Blöcke. Kennen wir alle. Auto, Zaubertisch, Okay. Wenig schlecht. Blockbrenner. Nicht schlecht. Bauhilfe. Also da muss ich mich noch ein bisschen hineinversetzen. Farbmixer haben wir hier. Großer Knopf. Itemspender. Himmelsblock. Leinwandpfad. Rasensprenger schon. XP Apfel an. Apfelgerät. Das ist auch nicht schlecht. Items. Gehen wir mal kurz durch. Das hat man. Da das Archivate-Book. Hier haben wir Aufgaben, wo man machen kann, wo man auch sieht, in welchem Zeitalter wir das machen. Da sind wir jetzt im Wood Age, damit fangen wir an, da gibt es einiges, dann kommt Stone Age, Make Darkroom und so ein Scheiß, dann kommt Farming Age, Age of Explosion, Age of Power, Age of Manish, Magics, Manish, Crafted. Also es wird einiges an Zeit brauchen, dies alles hinzubasteln. Und dieser Scheißbaum wächst einfach nicht. Ich würde vorschlagen, da ihr alle nicht so lange warten wollt auf diese Folge, werde ich die Folge jetzt mal beenden. Und ich fange die nächste Folge dann an, wenn dieser Baum gewachsen ist. Dass ihr nicht so lange drauf warten müsst. Wir haben jetzt ein bisschen die Bücher durchgeguckt. Ich habe euch hier mal ein bisschen was gezeigt. Und ja, sobald der Baum gewachsen ist, komme ich zur nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal. Euer Drina. Das wird gerade dunkel. Passt also vom Timing. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.